Melanie, aber, Ricardo, aber Sarah. Komm nicht Sarah? Sarah? Wir haben eine Sarah auf der Liste. Mich verflucht der Name Sarah. Auch meine Ex Sarah, meine kleine Schwester ist Sarah. Alle Sarah. Hi. Hallo? Hallo. Hallo. Das könnte die dritte Sarah sein. Sie, du hast schon das richtige T-Shirt. Hi. Pass auf, bist du Kassiererin? Nein, ich bin Hotelverfrau. Der Pietro, ja, hat sich jetzt endlich entschieden. Okay. Er sucht eine Kassiererin, weil er findet Kassiererin so erotisch. Oh. Ja, und er möchte auch jemanden, der sein Geld zusammenhält und so weiter. Würdest du eventuell, sag mal, wenn er dich jetzt fragen würde, ne? Ja. Würdest du dann den Job wechseln? Ja. Aber wir haben ja schon hier Dating, Dating-Ding. So, jetzt kriegst du eine Umarmung, weil das hast du schön gesagt. Ja, finde ich auch. Könnte in der naheliegenden Zukunft auch alles passieren. Wie alt bist du denn? 25. Ach, passt. Ja, passt. Ja, du bringst alles mit. Aber eine Sache finde ich auch ganz wichtig, dass man gut singen kann. Ey. Ja, ja. Okay. Und du heißt Sarah, ne? Ja. Tja. Habe ich ja auch so meine Erfahrungen mit Sarah. Ja. Woher kommst du? Aus der Nähe von Karlsruhe. Oh. Hey. Hey. Du in Berlin, Deutschland, Deutschland, frisch auf, frisch auf. Das ist ein Partnerlied, ey. Sarah ist schon so gut wie Superstar, oder? So. Schon sympathisch, Sympathiepunkte sind da. Also von dir hat sie ja. Was meinst jetzt du? Ja. Du ja, nein? Ich weiß es noch. Ich wollte nur wissen, was mit dem Schirm ist. Den habe ich mitgenommen für eine Sonne? Performance. Nee. Ist das Requisite? Ja. Für deinen Umbrella Outfit. Singst du, richtig? Genau. Ja. Ach. Gerne, ist doch normal. Okay. Das war gut? Jetzt lasst euch mal die Ohren einstellen. Nein, das war nicht gut. Okay. Sarah, kennst du die Touristenführer, die manchmal die Leute so die Sehenswürdigkeiten zeigen? Und ich kenne da einige, die sehe ich immer mit dem, halten immer so einen Regenschirm nach oben, damit die Leute wissen, wem sie da folgen müssen. So hat es ein bisschen ausgesehen eben. Also. Und der Gesang war schon eher gar nicht so gut. Aber trotzdem danke. Ich bin so ein bisschen sprachlos, um ehrlich zu sein. Weil ich habe auch mit so einem Lied gar nicht erwartet, weil das bringt natürlich so ein bisschen Sexiness. Und wenn man so einen Regenschirm in der Hand hat, dann muss man natürlich das irgendwie nutzen und nicht nur oben halten. Es passte da echt von vorne und hinten nicht. Auch optisch, mit der ganzen Look und so zu der Nummer. Aber das kann man gerne auf so einen Mädelsabend machen. Und da sehe ich, kann man immer noch ein bisschen Spaß haben. Trotzdem danke. Vielen Dank, dass du da warst. Und was sagt Sarahs Traumprinz?
Sarah, ich mag dich wirklich. Oh, die Biene auch? Ich mag dich. Klar, singen kannst du nicht. Aber ich mag dich trotzdem. Okay. Das ist schön gerade für mich. Ja, es gab wirklich viel bessere als dich, aber noch keine schlechtere, die das Lied so gesungen hat wie du. Also das muss man erstmal so hinkriegen. Das werden die Eisenharte viermal nein, aber auch viermal nett, dass du da warst. Ja. Pietro ist ein bisschen verliebt. Ich kann auch gerne meine Nummer da lassen. Genau. Also das kriegen wir vielleicht hin. Also vielleicht seid ihr die ersten beiden in meiner neuen Dating-Show. Dieter vermittelt Singles, die überhaupt nicht unter die Haube kommen wollen. Vielen Dank, dass du da warst, Sarah. Gerne. Dankeschön. Ciao, Sarah. Ciao. Ciao, danke. Ich habe schon eine Nummer bekommen. Wie viel hast du bekommen? Keine. 1-0 für Lombardi. Noch haben wir die Nummer ja nicht. Jetzt aber. Die Nummer ist für Pietro, weil er ein netter, sympathischer Mensch ist. Und trotzdem, obwohl es mit dem Schirm nicht geklappt hat, eine nette Kritik da gelassen hat. Liebe Sarah, ich hatte schon eine Sarah. Und deswegen kann ich es leider nicht machen. Aber liebe Grüße.